Andere Agassi über Steffi Graf, sie hat das Beste aus mir herausgeholt. Ich habe Tennis gehasst, sagt Andre Agassi. Von einer Sportkarriere träumte er nie. Erst jetzt kann er sein, was er sich immer gewünscht hat. Das verdankt er allein Steffi Graf. Bewegende Worte einer Tennislegende. Sie beide kennen das Leben als Profisportler. Den psychischen Druck und die körperliche Belastung. Vielleicht sind Steffi und Andre deswegen eines der Vorzeigepärchen überhaupt. Was sie sich für ihre Kinder wünschen und was Andre an seiner Ehefrau schätzt, verrät er nun in einem Interview. Bezaubernd. Zuverlässig. Schön. Diszipliniert. Entschlossen. Klar, mit diesen Worten beschreibt der 47-Jährige seine Steffi im Gala-Interview. Besonders mag er an seiner deutschen Frau ihr Organisationstalent. Auf die Frage, was er ihr verdanke, antwortet er: alles. Sie hat das Beste aus mir herausgeholt. Denn dank Steffi kann er heute das sein, wozu er geboren wurde, wie er erklärt, Vater, Ehemann und Menschfreund. Dafür schlägt mein Herz. In zahlreichen Organisationen setzt er sich für Hilfebedürftige ein, hat auch seine zwei Kinder im Teenageralter schon dazu animiert, sich zu kümmern. Seine Familie ist für ihn das Wichtigste überhaupt. Gemeinsam mit Ehefrau Steffi liebt er es, alle zu bekochen. An seiner Tenniskarriere scheint dem Amerikaner vor allem eines zu gefallen, das Ende. Auf die Frage, ob er sich in seinem Sohn Jaden wiedererkenne, weil er von einer Sportkarriere als Baseballer träumt, reagiert er entschieden: Ich habe nie davon geträumt, ich habe Tennis überlebt. Bei mir lief das komplett anders. Unsere Kinder dürfen sich aussuchen, was sie machen wollen. Wenn ich Jaden anschaue, denke ich, Gott sei Dank muss er nicht so leben wie ich damals. Ich würde es hassen, wenn er so gequält würde.